Was geht, Leute? Mein Name ist Anil Fox und heute spielen wir wieder Thorn in VR. Wir sind jetzt ziemlich weit gekommen, mittlerweile ein Stück. Ein wenig, haben ein bisschen was von Talbot herausgefunden, dass es um seine Frau geht. Er durch seine Wissenschaft quasi in dieser jetzigen Form gefangen ist und er unsere Hilfe braucht, um weiterzukommen. Trauen kann ich ihnen nach wie vor immer noch nicht. Aber die Rätseln, den Rätseln kann ich trauen, denn ich bin den Rätseln gewachsen und mit dem Lichtkonzept bin ich auch schon dahinter gekommen. Alles easy. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Nach Metro geht's los. Willkommen zurück. Wir sind jetzt hier in diesem großen Abteil und stehen unserem nächsten Rätsel bevor. Alles volle grüne Adern. Ich musste die Grafik ein bisschen runterschrauben. Also, ich habe jetzt gerade schon gesehen bei der Aufnahme vom Teil 2, dass es schon arg ein bisschen geruckelt hat. Ja, ich möchte nicht, dass es so arg ruckelt. Ich möchte aber auch nicht. Es ist ziemlich mies aussieht. Dementsprechend müssen wir einen Kompromiss finden und ich glaube, so wie es jetzt gerade ist, lassen wir es jetzt auch. Ich hoffe, ich muss halt dann abwägen, ob es zu arg ist oder ob es ausreicht. Wir werden sehen. Dann machen wir mal dieses Rätsel. Also, wie wir ja letztens herausgefunden haben, ist es nicht wichtig, alle zu finden, sondern die Circuits sind wichtig. Die Circuits sind wichtig zu erreichen, denn wenn wir einmal getravelt sind, dann bringt es uns nichts mehr, weiterzusuchen. Das ist einfach nur für sich dann wahrscheinlich einfach den Sammlertrieb zu befriedigen. Schön, Sonnenuntergang. Aber wenn wir schon dabei sind, dann gehen wir schon alle durch. Einfach für uns. Was ist damit? Was willst du mir damit sagen? Hm? Okay. Also, fangen wir an. Wir haben hier ein Eckstück. Nein! Wie? Ah, okay. Es war hinter der Wand versteckt. Mies. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal hier. Okay. Musik wäre eigentlich nicht schlecht. Das würde das Ganze ein bisschen fabuloser machen. Na, komm schon. Eckstück. Ja, Mann, wo sind die ganzen? Das ist eins. Kommen Sie her, Monsieur. Da, machen wir da unten neu. So. Wo haben wir das Verbindungsstück davon? Von der Weite ist es ein bisschen einfacher. Und er echt eine bessere Übersicht hat. Das ist so ein Stück, das kommt hier hin. Oh! Das ist nicht das da, sondern das war der Inhalt. So, so. Gerades Stück. Ich hatte es doch gesehen. Wo war denn das? Da. So. Hier Stück. Eckstück. Das ist nichts. Das ist noch ein
aber nichts wie hier. Da brauchen wir ein Y-Stück. So. Noch den Teil. Ein gerades Stück. Nehmen wir den Dude. Dreh dich. Dreh dich, du dickes Teil. Oh, Eckstück. E-Stück. Y-Stück. Ein bisschen auf den Sack hier. Gib mir das Buch. Da schon einen leichten Krampf in der Hand. Oh, da geht's ja auch gerade weiter. Aber noch nicht. Da wiggelt was. Da wiggelt was. Warte mal gucken. So viele Teile, ey. Ja, das kommt hier hin. Ah, ich liebe Puzzlespiele. Doch. Das ist so beruhigend. Wenn noch irgendwie Stresssituationen wären, das würde mich richtig abfacken. Aber so ist echt entspannt. Vielleicht zum Zuschauen ein bisschen öde, gebe ich offen zu. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Und dann geht's mit der Story weiter. Theoretisch kann man ja auch vorschwulen, wenn es einem zu lang geht. Aber ich will ja auch irgendwie nicht die spannenden Teile verpassen, die ja zwischenzeitlich auch passieren können. Oh, ganz viele Wiggles. Ich komme mir ein bisschen vor wie Ghostbusters. So, dieses Stück kommt nach unten. Wenn wir schon hier oben sind, dann gucke ich mir nochmal hier alles an. Wow, beruhig dich! Wie die immer so hart ausrasten müssen. Okay. Das muss da unten. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg runterlaufen wieder. Da wäre Teleportation echt ein bisschen vom Vorteil. Könnte man jetzt einstellen, ist mir aber nicht. Ihr wisst, ich stehe auf Immersivität. Das ist gegen mein Credo. Teleportieren, außer es ist doch relevant. Und zack. Gas. Oh oh. Wow, wirklich. Da oben. Hab's gleich erkannt. Da sind solche Sicherungen drin, hab ich gleich gesehen. Die erkennt man ja gleich am Symbol, wo was hinkommt. Und geht es nicht? Oh, das ist kaputt. Okay, okay, okay. Aha. Also hier kommen ja die ganzen Fuses rein, das ist klar. Dann geht's hier hinten weiter. Aus dem Weg, ich bin Arzt. What a mess. Now then, let's see. We need to get these all connected correctly again. Mhm. Okay.
sieht so aus, als würde das da reinpassen. Ich glaube, die Größe ist auch relevant. Ja, die Größe ist relevant. Also in dem Fall ist die Größe relevant. Nicht im Allgemeinen. Und dahin. Das ist ein kleines. Super easy. Okay, das haben wir konnektiert. Makaber. Dann müssen wir nach oben. Ja, müssen wir nach oben. Auf jeden Fall ein richtig, richtig übles Chaos hier unten. Da hat was gewiggelt. Mal kurz die Bilder durch. So. Immer alle. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich ein ruhiges Spiel. Ohne große Spannung. Wo? Ich kann mir trotzdem gut vorstellen. Ah, hier ist noch was. Also laut Beschreibung, dass da noch irgendwas passieren könnte, was die ganze Spannung ein bisschen antreibt. Wäre schade, wenn nicht. Sehen wir dann. Oder leckt schon wieder ein bisschen. Schade. Aber gut, es sind halt viele Objekte, die sich bewegen. Da ist klar, dass das System einfach ein bisschen überlastet ist, auch mit einer 3090. Und ich ja trotzdem die Qualität, Bildqualität jetzt nicht so runterstelle, dass es aussieht wie Müll. Hauptsache es läuft dann perfekt, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Für euch wahrscheinlich vom Vorteil, für mich, ja gut, man könnte noch ein bisschen weiter runtergehen. Wir gehen mal auf Hardcore 100%. Sieht halt, oh Gott, sieht das aus, das sieht echt aus wie Müll. Na gut. Oh, nee, Leute. Ist mega unscharf as fuck. Vielleicht muss ich an anderen Einstellen noch was rumgucken. Mach ich bei der nächsten Folge ein bisschen rumprobieren. Aber fürs Erste würde es heute reichen. Oh, wir haben ja noch eins. Sorry, ich dachte, es wäre schon zu Ende. Ah, wieder nach oben. Ich werde wahnsinnig mit den ganzen Treppen hoch und runter steigen. Ich habe früher auf dem 5. Stock gewohnt. Jetzt Gott sei Dank nur 2. Stock mit Aufzug. Aber den nutze ich nicht, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, Aufzug zu fahren. Nur ab und zu. Aus Faulheit. Aber hier hoch, runter. Der Wahnsinn. Wo kommt der Dude hin? Da brauche ich was Schweres. Reicht das vielleicht? Na, komm schon. So. Und da was Kleines. Dann nehmen wir das. Und dann. Und dann den unteren Part. Das müssten wir von da oben bewerkstelligen können. Müsste man gerade noch so sehen. Mit der schlechten Auflösung. Aber auf jeden Fall ein Krampf.
mit der Optik. Kurz die Brille ausgegangen, warum auch immer. Das müsste doch gehen. So, okay, gerade. Vielleicht müssen wir es geschafft haben. Komm. Nein. Dreh dich richtig rum. Das ist schon ein schlaues Teil. Oh, was Großes. Okay, ja, da müssen wir wahrscheinlich hin. Ah, Meilen sollte ich sammeln können durch das Rumlaufen. Ja, gib mir einfach das Bild und zack. Zu klein. Wer hätte es gedacht? Komm. So. Geht doch. So, dann lass uns reingehen. Desto weniger wir hier mit diesem Glaggerraum zu tun haben, desto besser. Was? Was hat der? Was ist das für ein? Das hat einen Schlüssel. Warte, da hat was gewickelt. Ja, aber ist es so ein kleines Ding? Muss ich das jetzt suchen? Ach so. Ach so. Nehmen. Okay. I solved one of those electrical circuits and I got one of those key things you told me about. Had a starfish on it. The starfish? Now that I remember. A reminder of our home on the shore. Long walks on the beach and all that. It's odd what you remember and what you forget. At any rate, back to business. Hold out the key, please. Fight, I just need to activate the key. Da. There we go. The key is activated and ready to go. Where okay, you need all 8 keys. You'll use them all at once. I'll explain more when the time comes. Now then, you found something else for me, I hope. A few more of an old man's memories. Oh yeah, here. Here you go. Thank you. Right. Let's see. What do I do now? Think, man, think. We were both professors, Rena and I, but not in the same department. Where did she work? Ah, I know. She was in the medical school. She had an unusual specialty. Rena was researching something. What was it? Help me remember, will you? Give me some more. She was studying neuroanatomy. What's that? Well, I'm not quite sure, to be honest. Let's see if a few more memories can help me sort it out. Rena was good at explaining this. She would say, "Do you know, Talbot, doctors have been studying the human body for hundreds, perhaps thousands of years. We know so much about how it functions, how it works, and how to put it together again. We know how our kidneys work as a filter. We know how the heart works as a pump.
But we know almost nothing about how the brain functions. We know more about the stars up above than we do about the 3-pound objects sitting behind our eyes. For example, what is meaning? How is it stored? Where does it exist? What does it look like in the brain? We simply don't know. And that's what your wife wanted to figure out? Exactly. She wanted to understand the nature of consciousness itself. And now look at me. All I have left of myself is my consciousness and a few random memories. But I'm remembering more and more every day thanks to you. Anything else? All I know is that Rena and I were researching something related to the mind. The details are still missing. Please, go, get more, and whatever you do, don't forget to bring back one of those keys. Ja, beruhig dich, Opi. Teachers. These guys sure had a lot of money. And I bet they kept some of that money here in the house somewhere. Just pay attention, Patterson. Either you will have a blockbuster story to sell, or these guys will give you a huge reward for helping them out. Either way, you are going to get paid. Hoffe ich doch. Ich bekomme am Ende nichts. Wouldn't want this staring down at you from your bedroom wall now, would you? Hürzen sind hier scheinbar noch. Also wir haben eigentlich echt richtig gut gesucht. That's called a Shaska, a Russian sword. Very popular with those bloodthirsty Cossacks. Shaska. Aber trotzdem hat es nicht ausgereicht. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Lass uns noch gemeinsam noch versuchen, ein Rätsel schnell zu lösen. Gesehen, dass der Seite ein Raum ist. Welcome to the gallery, such as it is. Mal schauen, was wir diesmal haben. Fanny's the pet name I gave this large heat exchanger. I don't think Rena approved, though. Echt filigran mit dieser Tür umgehen. Oh. Ah, schade, kann man da nicht rausschauen. Schönes, weites, offene Meer. Da geht's hoch. Arena's parents lived here once. This was their bedroom. Okay. Ah, schön. These huge ceiling, that four-poster bed. It's like something out of a novel, isn't it? Wing. Wow, aber hier leckt's halt schon, Wing. This is one of my favorite views. On a clear day, you can also auf einer Rieseninsel. Nun gut. Dann machen wir das Rätsel. Es tut mir jetzt schon leid, dass es vielleicht ein bisschen laggt. Ich kann ja trotzdem die Grafik jetzt ausnahmsweise mal auf 100 stellen, dass es nicht zu arg laggt. Aber ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht. Kurz alles durchsuchen. Okay, hier haben wir was. Found it. Das können wir gleich mal da einfügen. Na, so wie das da. Oh, ich glaube, das muss man drehen. Das sah falsch aus. Das kommt dahin. Nicely done.
nur noch. Da wiggelt nix. Ja, ist schon schade, dass es halt so ein bisschen leckt. Weil hier halt echt eigentlich an sich jetzt nicht viele Objekte sind. Trotzdem schon arg an der Materie kratzt, würde ich sagen. Aber Leute, es hält mich nicht davon ab, dieses Spiel zu spielen. T-Stück. T-Stück, da haben wir ein T-Stück. Hier ist kein T-Stück. Das ist kein T-Stück. Dahinter ist ein T-Stück. Nee, ist kein T-Stück. Immer diese T-Stücke. Schon ein bisschen wie so ein Psycho. Ein bisschen. Ach Mann, nichts, was ich brauche. Doch, hier. Well done. Ypse, Eckstück. Ecke, aka. Aka Blobose. So. Wow. Gut, dass ich mich da nicht reingelegt habe. Sehr gut. Diese Unordnung hier. Wer macht denn das jetzt sauber alles? Ich definitiv nicht. Dahin. Record positive. Da ist ein Eckstück, Eckstück, Eckstück. Komm, ganz schnell Eckstück suchen. Das ist ein Eckstück. Da kommt ein Y-Stück. Salon war. Nee, das nicht. Auch nicht. Nein. I appreciate the enthusiasm, but please. Nein. Complete the circuits first. Ich bin dabei. Nein. Da. Gerade Stück. Oh, es wird ja immer mehr. Wo ist der andere? Einer fehlt noch. Da. Ah, man muss dann. Nee, das. Ah. Oh. Bin ich jetzt deppert? Da ist noch eins. Von der Entfernung sieht man ein bisschen mehr. Kennt man ja. Aber ich find's gerade nicht. Ja, das wird schon noch auftauchen. Das hängen wir mal gleich mal dahin.
Eckstück. Oh Mann. Alles wiegt nicht. Alles nicht schwer genug. Damol. Ist hier echt Chaos anrichten, damit das hier mal passt. Ecke. Ah, da ist das andere Stück. Das passt da aber nicht rein. Das ist schon auf Zug. Nö. Man, das da? Nee. Das da? Nein. Aber warte, vielleicht kann ich das da auch nicht. Gibt's doch jetzt nicht. Das passt da auch nicht rein. Sehr weird. Aha. Das sieht man halt nicht, ob die dehnbar sind, also wie dehnbar die sind, das sieht man einfach nicht. Da muss man echt rumprobieren. Wieder ein T-Stück. Eigentlich muss ich nach der Reihe gehen, dann sehe ich das auch besser. Einfach nach der Linie gehen. Da geht's da oben schon wieder. Eckstück. Ich hatte doch eine Ecke. Ne, das ist ein T-Stück. Da. So, das ist konnektiert. Hier, hier, hier. Da, da, da. Hier fehlt noch was. Eckstück. Ecke. Komm. Ecke, Ecke. Komm schon. Ecke, Ecke, Ecke. So. Looks like all systems go. The room barometer will take you back to Talbot. Yes, und neue Schlüssel. So. Sound too great. Ever since we started these chats, I've had some odd symptoms. Don't know why. Patterson, tell me something. What year is it? 2017, of course. 2017? That means I've been down here for 64 years. Wow. Okay. That's horrible. Patterson. You're the only one that even knows I'm down here. If you leave, you have to promise me that you won't leave me here. That you'll help me get out. Yeah. Yeah, of course. No sweat. Do you have a key for me? Yeah. Yeah, right here. Hold it out if you would so I can activate it. You found the Eiffel Tower key. Another Eiffel Tower. Time with Rena. Tell me, Patterson, have you ever been in love? Once. Didn't end well, I take it. I don't want to talk about it. Better to have loved than lost and never loved at all. Isn't that what they say? I don't know. I don't know either. Maybe it's a foolish sentiment. I miss Rena so much it hurts. Sometimes I almost wish I'd never met her so that I wouldn't have to feel this way now.
Do you want your medicine? I do. Just press the button. It will work. I can assure you. I'm sure that if you share those lights with me, I'll be able to tell you more. Let's see. So, I worked with machines, of course, and Rena worked with the mind. She and I saw them as the same, in a way. She was absolutely obsessed with the idea of black box events. What, you mean like in an airplane? Sorry? You know, how they have black boxes on planes now. How they record everything that happens in a flight. Really? They do? Fascinating. Yeah, it's how they figure out what happens when planes crash. I see. What a clever idea. There have been a few innovations since my day. But no, when I say black box, I mean it in the sense of a process that is hidden from the observer. Something goes in and something comes out, and we don't know what occurs in between. We see this with machines sometimes. The inventors place part of the equipment inside a so-called black box to protect the content from operators who might misuse it, or even break it. Rena wondered if such black box events take place in the mind, and if so, how and why. Do you have any more, by any chance? That's very good. Yes, how to explain. Here, I'll give you an example. Have you ever driven home and when you pull into the driveway, you realize you don't remember how you got there? Yeah, sure. Of course, it's happened to us all. The human brain can go on autopilot, can't it? What do you think happens when we are asleep or hypnotized? I'm not sure. Your mind kind of turns off? No, it never turns off. Not until the day we die, even when we are under anesthesia or in a coma. More, please. I'll tell you a secret. Doctors don't like people to know this, but they have absolutely no idea how anesthesia works. None at all. All they know is that the gas goes in and the lights go out. For a guy with possible brain damage, you sure do know a lot. Not nearly enough. I want to learn as much as I can about your mind. That's what Rena kept asking. She wanted to know, where does the mind go? Depends on how much you've had to drink. Yes, well, there's one thing I know for sure. We certainly managed to find a way into the problem. It was wonderful. And then it went pear-shaped. But there's still time to fix it. There has to be. Bring me more. Then we can get Rena, one way or another. Okay. Am I imagining things? Or is there something weird about the way he talks about his wife? She's the key to this whole story. I need to figure out what he's not telling me. My readers are going to want to know the truth. I want to know the truth. Maybe Talbot's got something locked away in the black box of his own mind. 40 minutes reached. If he does, I'm gonna get in there, see what's inside. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall noch sehr geheimnisvoll. Wir werden es herausfinden. Was mich aber noch juckt ist, zwei Lights sind noch übrig. Irgendwo hier. Aber dafür haben wir keine Zeit. Ha, ab zu Ottmott. Marina, Talbot, Patterson. Das sind also die Charaktere, die uns jetzt beschäftigen werden. Ich weiß noch nicht, ich bin noch unschlüssig. Aber wie Patterson schon sagt, irgendwas steckt dahinter. Zwischen den beiden, Talbot und Marina. Viele Rätsel, das Gelenk geht mir auf den Sack, aber gut, dann müssen wir durch. Oder ich speziell muss da durch. Ich versuche das Bestmögliche für euch zu ermöglichen. Und nächstes Mal hoffe ich, komme ein bisschen näher an der Story. Ich habe das Gefühl, das Spiel geht nicht lange. Aber immerhin lang genug.
Bis zum nächsten Mal, euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.